ganze Zeug, was ich heute Morgen konfisziert habe, müssen wir jetzt alles fortschmeißen. Wasser, Shampoo, Waschmittel, innere Fluchtzeug. Und hier, Spritzkäse in der Dose. Und das ist das Tollste. Die Frau, der ich das abgenommen habe, die ist ja fast wahnsinnig geworden. Die meint, das wäre eine Supercreme, die kostet 400 Euro und davor kriegt man eine Superbusen. Eine Riesenbrust, fest und dick. Wissen Sie was? Ich weiß, dass das nicht stimmt, weil die Frau hat auch ein Hühnerbrüstchen gehabt, ein ganz klar Hängebüschen. Tja, die kann mir nichts erzählen. Die Creme, die taucht nichts und die macht sie dann noch so hoidi-toidi, so wie Pamela Anderson. Wissen Sie was? Gäbe sie mir 400 Euro, die Creme taucht nichts. Auf, Leute, weiter geht's. Wir wollen heute auch noch heim. Emma Wanst, 44, aus Oranienburg, wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Laut Augenzeugenberichten rannte die betrunkene Wanst gekleidet in einem Kuhkostüm Kindern hinterher, schmiss mit Müllcontainern und brachte den Straßenverkehr zum Stillstand. Nun sag mal, was hast du dir denn da jetzt wieder verzapft? Ich wusste, dass du mir nur deine Schuhe schieben wolltest. Nee, aber du, der Name Wanst, den hattest du da wohl zurecht, wa? Also Wanst, Emma. Ja, und Emma auch. Emma Wanst, finde ich ganz gut für eine Kuh. Ja, aber guck doch mal, wenn du schon mal die Wahl hast, ein Kuhkostüm... Was für eine Wahl? Na, so ein Kuhkostüm zu kaufen. Von was redest du denn? Als ob sich jeder ein Kuhkostüm kaufen würde. Na, ich zum Beispiel würde mir ein lila Kuhkostüm kaufen. Das ist doch für glückliche Kühe so. Wisst ihr doch, wa? Schokolade. Wir sind gleich wieder da mit einem Bericht von Sarah Palin in nackigtem U-Bahn-Schacht. J'appelle sans relâche. Réponds-moi, que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que tu me caches?